So, weiter geht's heute in der Liga und dem nächsten Ligaspiel. RB Leipzig ist der nächste Gegner und ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Letztes Spiel leider verloren in Augsburg. Aber für uns geht es halt darum, irgendwo vielleicht mit ein bisschen Glück in der neuen Saison wieder international spielen zu dürfen. Scheiß Top 6. Vielleicht. Mal gucken. So. Gut, gehen wir rein. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe Becker jetzt auf rechts hinten. Tja, in der Innenverteidigung. Und ja, das sind hier zwei Änderungen, habe ich jetzt gezogen, genau. Wenn mir das momentan nicht so wirklich gefällt, aber versuchen es einfach nochmal mit etwas anderem machen. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles in Ruhe sich zurechtgeladen hat. Jetzt. Naja, mal gucken. Jetzt das Heimspiel. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen RB Leipzig. Ein spannendes Ligaspiel, also Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Stimmt, drei Änderungen habe ich sogar. Alario vorne im Sturm. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Und Wolf, da wissen wir natürlich, der kann am Ball alles, hat alle Tricks drauf. Ja. Die Nummer 16, Javairo de Rossu. Und mit der Nummer 19, Lucas Alario. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. So, auf geht's. Vielleicht investiere ich dafür das Geld in Rashica. Gucken. Also ich habe ein paar Alternativen. Wenn man sagen überlegt. Okay, geht's los auf jeden Fall der erste Spieler. Das ist aber das Problem, wenn der Richter davon alleine startet. Und jetzt die Chance. Ja! Deckel um den Knick, Alario. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfektes zweites Saisontor. Und nach drei Minuten führt man. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr. Jetzt spielt mit Alario. Jetzt spielt jetzt Alario. Das hat er nämlich auch in Augsburg gezeigt, dass er da auf jeden Fall Gefahr bringen kann. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Für Schalke 04, die Nummer 19, Lucas Alario. So ist es. Und damit führen wir auf schon mal 1-0. Dani Olmo. Ja. Wang Hee-chan. Ball ist jetzt wieder weg. Ach, der war schlecht gespielt. Ah, Tick zu weit. Richarlison. Richarlison, ja, der ist gar nicht so schlecht. Und da kommt dieser ab. Direkt das Praller. Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball sieht nach vielen Treffern aus. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst ja, Mann, das ist ärgerlich. Ciao, der den halt wieder, der dann Abpraller zu kommen. Deswegen war eigentlich schon geklärt. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Die Nummer 26.
Ja, Richter wieder. Ah, diesmal passen die Gäste da ein bisschen besser auf, ja. Eigentlich war es geklärt. Das wäre so eine Macke, absolut unnötig. Absolut unnötig. Gut gemacht, Timo Becker. Schöner Pass da. Kein Abseitsrichter. Der jetzt ein bisschen Platz hat. Richter! Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Christopher Nkunku. Dani Olmo. Das macht er gut. Guter Ball nach außen, Pizzi. Pizzi. Kein Foul. Und da verlieren sie den Ball. Ja, wir haben es jetzt gewonnen. Einige Geburtstage zu feiern. Guter Einsatz, er hat den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Wir wünschen allen einen tollen Tag. Pizzi. Ja, dann haben wir da einige Geburtstagskinder. Ja, ist aber Pizzi vorbei. Becker! Weg! Muss Ecke geben. Kurze Ecke jetzt. Ja. Florian Thauvin. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Und jetzt geht er, Becker. Na, ist ein bisschen vorgezogen aufgrund seiner Schnelligkeit gegenüber. Schön dazwischen gegangen. Schalterer weg. Ja, Schalterer Ecke. Einwurf für RB Leipzig. Deswegen habe ich den Becker jetzt gerade auf der Position stehen. Richarlison. Schönes Zuspiel hier. Spielt den Ball in den freien Raum. Das muss es sein. RB Leipzig macht es. Du kriegst schon wieder das zweite Gegentor vor der Pause, ey. Da war aber auch gar nichts sortiert, da war ja alles offen. Schnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Den Ball spielt er raus. Ja, es ist wieder auch keiner, der mitgeht. Diesmal, ja, kommt er nicht vorbei. Martinez. Lindele. Christopher Nkunku. Und dann ist Pause. 1 zu 2 der Rückstand. Es steht 2 zu 1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde. Naja. Unverdient ist es nicht, aber wir müssen nochmal was machen. Leipzig hat im Moment alles im Griff, liebe Zuschauer. Und jetzt geht's weiter. Anstoß zur zweiten Hälfte. Daniel. Wang Hee-chan. Thauvin. Nicht gut verteidigt. Ganz gut gemacht. Aufgepasst. Da verlieren sie den Ball. Ach Mann, diese blöden Bälle. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Mann, kriegst du aber. Ganz alleine. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. Jetzt kommt die Ecke. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Harter Schuss. Aber wenn wir das Ding verlieren, haben wir, glaube ich, genauso viele Niederlagen wie vorher auch zusammen. Ich glaube, sowohl in der Liga 3 als auch in der Liga 2. Aber jetzt, glaube ich, nur zwei Niederlagen kassiert. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt sowas tun, dass wir vielleicht sogar noch die Möglichkeit haben, diese Niederlage abzuwenden und zumindest einen Punkt mitnehmen. In den freien Raum. Das
Abseits. War kein Abseits. Da war er unaufmerksam. Ja, Richter, der wäre da durch gewesen. Richarlison. Ja, zweimal wird gepennt da hinten. Klasse Zuspiel. 3-1, Feierabend. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Doppelschepack. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Und wieder ist alles offen da oben. Und dann wählt er das kurze Eck, richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Nach einer guten Stunde könnte das Ding durch, dürfte das Ding durch sein. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich kriege aber auch keinen Pass da vorne auf die Ketten. Keiner, der wirklich mal in die Spitze reinkommt oder mal durchgeht oder so. Lindele. Bleibt nicht viel übrig, sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann. Guter Ball, als Richter. Vielleicht hat er jetzt mal ein bisschen Luft. Das könnte was werden. Kann man ein bisschen was versuchen. Richter. Kommt jetzt der Ball mit Strafraum. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, auch der zweite Ball war nicht schlecht eigentlich. Aber wir auch wieder nicht gut gemacht. Wieder nicht sauber gespielt. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet. Wieso geht der denn da mal ohne Probleme? Dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Und da würden wir uns sehr. Und der Mulo war das übrigens sehr tatsächlich. Jetzt vielleicht mal Alario, jetzt mal ein bisschen Platz, dass er jetzt mal durchgegangen ist. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ja, sie können erstmal klären. Oh, wieder nicht, ey. Es sieht nach einer harten Niederlage aus. Ja, ist deine Einschätzung. Schalke geht hier der Niederlage entgegen. Das war viel zu wenig, das sieht man in den Gesichtern der Spieler. Eine herbe Enttäuschung und die Fans sind bedient. Gibt hier Vorteil für Schalke. Vorteil. Jetzt mal, das ist Kobylanski. Vielleicht kann er jetzt mal was machen. Wir halten aber den Ball weiter. Auch hier wieder nicht wirklich. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Kolasinac. Drin das Ding, aber mit Gewalt da auf einmal. 2-3 nur noch. So, jetzt muss ich mal wissen, was ändern. Ich muss eh jetzt irgendwas tun. Jetzt kann ich auch drei Wechsel ziehen. Treffer. Ist ja Kolasinac auf jeden Fall. 2-3, 83. Die Wiederholung zeigt es. Der Ball springt von der Innenseite des Postens ins Tor. Ach, da hat nicht viel gefehlt. Und sie hätten es noch verhindern können. Aber so ist es ein Tor. Jupp, erstes Saison-Tor. Vielleicht doch noch irgendwie. Der zweite oder die, gibt es die zweite 2-3 in der Lage. 3-2, das ist ein enges Spiel. 6 Minuten sind noch zu gehen. Die Gäste werden wechseln. Jetzt wollen die Fans hier nochmal. Ach Mann! Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Dani Lazza. Das ist Abseits! So wäre das 3-3 fast gewesen, weil dann ich wollte gerade abschließen nur. Christopher Nkunku. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ja! Haben sie jetzt Platz. Ganz stark. Und das ist der Ballverlust. Wieder Ball. Richarlison. Feierabend. Ey, da kriegst du so wieder so ein Ding da oben rein, ey. Hier der Ballverlust im eigenen Aufbau. In der Wiederholung, da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein.
das Spiel ist aus. Damit steht es fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Sie bleiben also heute ohne Punkte. Und man hat deutlich gesehen, wo die Defizite der Mannschaft liegen. Ja. Ist jetzt quasi der dritte Sieg, die dritte sieglose Spiel in Folge. Ein Punkt aus den letzten drei Spielen, das ist natürlich nicht gut. Schöner Auftritt heute von ihm, zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Richarlison. Vor allem haust du die Dinger da selber rein, ey. Das ist das Problem. Das eine Tor da, Abpraller beim zweiten, beim Aufbau, dann das letzte Tor noch. So quasi zwei, drei Tore haben wir denen schon ein bisschen geschenkt. Aber naja. Gut, dann wird es aber mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es hoffentlich weiter mit dem nächsten Sieg im nächsten Spiel. Mal gucken.